Hallo, ihr Lieben. Hallo, liebe Lena. Hi. Ja, Freunde, also heute war eigentlich, also erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich natürlich total, dass ihr dabei seid. Heute war gar kein Video geplant. Ich wollte heute so eine kleine Mini-Pause machen. Es kam ja am Donnerstag, hallo liebe Lulu. Es kam ja schon am Donnerstag ein schönes Video in Full-Face-Make-up mit ganz, ganz vielen neuen Produkten. Und gestern ist ja das Live ausgefallen, voll, also den Samstag davor auch. Und heute habe ich mir irgendwie gedacht, nee, heute ist so ein im Bett liegen Wetter, heute machst du kein Video. Und dann habe ich mich gerade eben fertig gemacht, weil wir gleich oder später gegen Abend noch was essen und trinken gehen. Hallo liebe Nelly, hallo liebe Jule, hallo liebe. Oh Moment, die Kommis gehen alle weg. Ihr seid so schnell. Lilian, liebe Esma. Ein Kuss an alle. Genau, und ich habe mich fertig gemacht und dann habe ich ein neues Produkt benutzt, was ich mir letzte Woche gekauft habe. Und oh mein Gott, Freunde. Ich dachte mir nur so, okay, du musst sofort irgendwo online gehen und den Leuten das zeigen, weil ich habe total unterschätzt, wie großartig ich das finde. Ich gehe gleich auf die Foundation ein, ich zeige sie euch gleich. Übrigens trage ich sie auch heute und es ist mit Abstand seit sehr, sehr, sehr langer Zeit mal wieder so ein Produkt, wo ich sage, love it. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch erstmal alle begrüßen. Hallo liebe Juli, Nilö, hallo, meine lieben Girls da draußen. Ihr seht, es ist auch echt mega spontan. Ich habe wirklich nicht damit, also ich habe es nicht geplant. Ich habe jetzt auch gar kein Stativ und nichts. Deswegen ist es so ein bisschen eine wackelige Geschichte jetzt, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm für euch. Hallo liebe Ivy, hallo liebe Sehet. Ich knut euch alle. Genau, jedenfalls habe ich mich vorhin fertig gemacht und habe dann die Foundation in der Hand gehalten, die ich mir, wie gesagt, letzte Woche geholt habe. Das ist von L'Oreal eine, die Nude Magique Cushion oder Cushion, ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht. Ihr wisst ja, dass ich momentan so ganz arg drum bemüht bin, so eine, ja, einfach eine tolle Haut hinzubekommen. Aber ich pflege sie sehr, ich kümmere mich wirklich ganz, ganz groß um meine Haut und die wird auch wirklich von Tag zu Tag besser und auch von Woche zu Woche und von Monat zu Monat. Und mein Ziel war es, einfach so eine ganz, ganz leicht deckende Foundation, wie so eine Tagescreme quasi, irgendwann mal wieder tragen zu können, nachdem meine Pickel alle weg sind und nachdem sich einfach meine Haut so ein bisschen gebessert hat. Und genau, dann war ich im DM und habe eigentlich das Dupe von der Giorgio Armani Luminous Silk Foundation gesucht. Das ist ja eine von L'Oreal und ich glaube, entweder diese Satin, irgendwas, keine Ahnung, wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Susi schreibt, du bist einfach so unglaublich hübsch. Jesus. Danke, liebe Susi. Ihr seid alle hübsch. Ihr seid die wunderschönsten Ladies und Jungs da draußen. Danke, liebe Sehet. Ein Kuss. Ihr fragt mich nach dem Lippenstift. Ich sag's euch gleich. Bevor ich jetzt wieder vom Thema abschweife, möchte ich das kurz zu Ende bringen. Und zwar, genau, war ich auf der Suche nach diesem Dupe von Giorgio Armani und bin dann in die Knie gegangen tatsächlich, weil ich nicht mehr stehen konnte. Und dann sehe ich irgendwo in den tiefsten der Tiefen, in den tiefsten des Regals quasi dieses Ding. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das? Und ich habe schon ganz lange mit der Dior Cushion Foundation geliebäugelt und war kurz davor, sie mir zu holen, weil Xenia, ich weiß nicht, wer von euch auf Instagram Xenia folgt, wahrscheinlich alle, benutzt die und die hat ja so eine tolle Haut und so ein tolles Finish gehabt, dass ich gesagt habe, okay, Girl, ich muss die unbedingt haben. Bevor ich die mir aber geholt habe, habe ich das hier entdeckt. Freunde, das ist das. Ich hoffe, ihr seht das ganz gut. So sieht die aus. Und wenn ihr die sucht, die ist komplett unten im Regal. Komplett versteckt. Ich weiß nicht warum, weil dieses Produkt so, das ist echt großartig. Sorry. Die ist made in Korea. Also die ist echt in Korea gemacht. Und nicht irgendwie in Italien oder was weiß ich wo, sondern tatsächlich in Korea. Und ich dachte mir nur so, holy moly Lord, das brauchst du unbedingt und musst du unbedingt austesten und ausprobieren. Also bin ich gar nicht los und habe mir dieses Dupe da geholt von Giorgio Armani, sondern habe mir tatsächlich die hier geholt. Und Freunde, also passt mal auf, folgendermaßen.
wenn ihr krasse Pickel habt und so eine richtig hohe Deckkraft möchtet, dann ist das hier gar nichts für euch, okay? Also das ist nichts für diejenigen. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem richtig tollen Finish und nach so, ich sag mal, nach einfach was richtig glowigen, natürlichem, frischen, so jugendliche hautmäßig, so dieses, ich habe eigentlich gar nichts drauf und habe aber irgendwie Make-up drauf und habe es irgendwie geschafft, meine Unebenheiten und Rötungen abzudecken, will aber nicht allzu viel, dann ist das hier, Leute, der Holy Grail, ich sag's euch. Wie gesagt, wenn ihr eine hohe Deckkraft möchtet, ist das gar nichts für euch. Die deckt nämlich überhaupt nicht irgendwie jetzt großartig Narben oder so ab, auf gar keinen Fall. Genau, also wenn ihr schon eine relativ gute Haut habt, die jetzt so ein bisschen vielleicht 1, 2, 3 Pickel hat, die ihr sowieso mit einem Concealer abdecken könnt oder mit Puder, dann ist das auf jeden Fall echt so, wirklich, guckt euch an. Und ich verstehe auch nicht, wieso L'Oreal sich dazu entschlossen hat, dieses Produkt komplett unten in dem Regal zu halten. Also ihr müsst echt in die Knie gehen, wenn ihr das möchtet. Genau, so, also, wie gesagt, das ist, Moment, ich sage euch mal, wie viel drin ist, damit ihr auch wirklich alles wisst über das Produkt, bevor ihr es euch eventuell holt. Moment. Ah, 14,6 Gramm sind drin, made in Korea. Made in Korea, wie gesagt, also hat auch eine längere Reise hinter sich, bis es quasi in Europa ankam, ist, ich mache es euch mal kurz auf, damit ihr auch seht, wie die drinnen aussieht, weil ich glaube, da gibt es auch wenig Tester, meine ich. Moment, ich lege euch mal kurz so hin. Sorry. Die ist so ein bisschen schwer zu öffnen. Aber ihr wollt natürlich auch alles sehen. Einen Augenblick, ich habe es gleich. Das ist ja heute so ein richtiges Live. Also ihr macht die auf, dann kriegt ihr so einen Spiegel. Ne, so, zack. So, und dann ist dieses Produkt drin. So. Und ihr nehmt dieses Schwämmchen. Ihr seht schon, ich habe es gut benutzt. Dieses Schwämmchen taucht das quasi in diese Cushion ein und verteilt das dann auf eurem Face. Das ist mega, ne, Nilo, finde ich auch. Die Verpackung ist echt nice und die ist auch so schön durchdacht, finde ich. Ja, vor allem, sie trocknet dann auch nicht aus, ne, weil ihr sie dann hier wieder zumachen könnt mit dem Deckel. Der Spiegel ist halt auch toll, ne, dass ihr da immer einen Spiegel dabei habt, weil das ist so ein Produkt, das könnt ihr auch on the go mitnehmen. Genau. Ich finde es großartig, ich bin echt absolut begeistert. Wie gesagt, also, wenn ihr etwas sucht, was ganz schnell gehen muss, was so eine leichte Deckkraft gibt, was euch aber auch so eine Frische ins Gesicht zaubert, überhaupt nicht matt. Das hier ist gar nicht matt, also 0,000, auch nicht semi oder so. Ihr seht damit halt echt so richtig fresh aus. Dankeschön. Danke, danke. Ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert, weil ihr gerade fragt, ob es mit einem Pinsel geht. Ich habe gar keine Ahnung, wie sich die mit einem Pinsel verhält. Das müsste man mal tatsächlich testen. Das ist eine gute Idee. Danke für den Tipp. Und die kostet 12, 13 Euro. Also ist jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, eine Foundation, die mega krass günstig ist für 3 Euro. Aber ist jetzt auch nichts, was mega teuer ist. Also es sind jetzt keine 60 oder 50 Euro oder 40, was man ja von Dior oder von Armani gewohnt ist. Deine neuen Haare stehen dir so toll. Dankeschön! Ist sie nicht sehr dunkel? Überhaupt nicht. Die gibt's, und das ist so ein kleiner Minuspunkt, wie ich finde. Wahrscheinlich will L'Oreal einfach mal testen, wie die bei den Leuten ankommt, und dann bringen sie vielleicht mehr Farben raus. Es gibt die tatsächlich nur in 2 Farben, und das hier ist die hellste und dann gibt es noch eine dunklere. Ich habe mir jetzt mal die hellste genommen, weil ich benutze jetzt gerade momentan nicht so viel Selbstbräuner, deswegen geht's. Ja, aber ihr könnt es ja mal versuchen, auch mit einem Beautyblender, hat jetzt auch gerade eine von euch schön hier einen Tipp gegeben. Also versucht es auch mal. Ah, guck mal, da schreibt die Amalia, funktioniert mit dem Beautyblender viel besser als mit einem Pinsel. Sehr gut. Also ich habe es bis jetzt nur mit dem Schwamm aufgetragen, der halt drin war in der Verpackung. Und ja, eine absolute Sonntagsempfehlung von mir für euch. L'Oreal Nude Magique Cushion Foundation. Ich habe die hellste Farbe. Großartiges Produkt, wenn ihr was Leichtes, Frisches, Jugendliches
Schnelles wollt, dann genau. Und wenn euch das immer noch nicht genug ist, dann geht mit einem Concealer drüber. Dann habt ihr noch mehr Deckkraft. Und jetzt kommen wir zu den Lippen, was ich heute auf den Lippen trage. Und ihr seht auch, das Live wird jetzt nicht unbedingt mega, mega lang. Ich wollte euch echt das so heute als Tipp mitgeben. Ist dieser hier, den kennt ihr, von Love. Das ist die Farbnummer 120. Genau. Julia schreibt live an einem Sonntag, was will man mehr? Made my day Queen D. Oh, ihr seid so süß! Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich euch liebe. Und Nadine schreibt, ich würde den ganzen Tag gucken. Liebe Nadine, ich würde den ganzen Tag am liebsten mit euch live machen, aber wir müssen demnächst los. Und übrigens, habt ihr mitbekommen, dass es einen Nigel-Nagel-9 Bam-Bam Instagram-Account gibt? Und zwar heißt er Cheers to Us. Also Cheers, C-H-E-E-R-S, Cheers, wie halt Prost, to Us, T-O-U-S. Und immer mit einem Punkt dazwischen. Genau, das ist für all diejenigen, die mal Bock haben auf mehr als nur Schminke, Lippenstifte, Foundations, Schminktipps und so, sondern die halt auch mal am Leben interessiert sind. Also da geht es echt um alles Mögliche, um Gedanken, Beziehungen, Freundschaften und so weiter. Und Motivation in erster Linie. Also wenn ihr da irgendwie Bock habt, dann folgt mir doch da. Da gibt es auch viele Lives. Und ja genau, Nilo, Cheers to Us heißt es. Ihr seid alle so großartig. Juli schreibt schon längst abonniert, liebste Diana. Girl. Ups, war das mein Kurs. Voll gut. Ja, wegen den Ringen, da bestimmt viele Fragen werden. Da fehlt noch einer. Moment, ich hole ihn. Das ist der hier. Eigentlich kommt der auf meinen Ringfinger drauf. Einen Augenblick. Moment, ich muss euch wieder weglegen. Genau. Da steht Power. Woop woop. Genau. Die sind gerade aktuell bei H&M. Habe ich die geholt für 3 Euro und die hier sind auch vom H&M. Für alle, die fragen, weil ich weiß, dass viele fragen werden. Also und mal ganz kurz an alle meine Mädels da draußen, Nilo, Seher, Juli, alle. Ihr seid wirklich die großartigsten Frauen auf der ganzen Welt und herzlichen Dank für all eure Mühe, die ihr euch macht. Auf Instagram vor allem mit den Fanpages und mit diesen Bildern und Texten und Collagen und allem. Ihr seid so großartig. Bitte behaltet euch diese liebenswürdige Art bei und fühlt euch ganz lieb gegrüßt und geküsst von mir. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Freunde. Wir sehen uns am Dienstag mit einem neuen Video oder halt, wie gesagt, auf Instagram. Und wie läuft's mit dem Abnehmen? Gut, läuft. Ich habe 2,5 Kilo abgenommen. Sehr gut. Aber wie gesagt, ich mache mir überhaupt gar keinen Stress. Ich mache Piano, easy peasy. Ich habe echt, ich mache mir einfach gar keinen Stress. Ich mache einfach, wie ich mich fühle und ja, mache einfach easy. Genau. Ein riesen Kuss an euch. Bis später auf Instagram in ein paar Lives wahrscheinlich. Und ansonsten am Dienstag hier an gleicher Stelle mit euch zusammen. Viel Erfolg weiter so, Queen D. Muah. Ihr seid meine Queens. Bis später. Tschüss. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr freut euch über den Tipp.